da geht's noch nicht rein. Da muss ich dann später hin, wenn ich alle Dinger in die Luft gejagt habe. Offenbar. So. Euch erledigen wir. Machen wir mal den da. So, hier, hier, hier. Euch bitte. Kolben. Ich brauche mehr Mana. Bin verwundet. Oh. Ihr seid hinüber. Oh. 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 Und das, obwohl ich gar keine... gut, wir beleben uns wieder in der Stadt. Den Wegpunkt haben wir ja gefunden. Das heißt, ich muss da hinten eigentlich bloß noch hochlaufen. Das müsste ja klappen. So. Aber bevor wir das jetzt mal machen, mache ich mal hier den da. Und den und den und den und den. Den brauche ich ja alles nicht. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht und... den brauche ich nicht und den brauche ich auch nicht und den wollte ich ja entsockeln, den wollte ich wegtun. So, Eisring 45. 45 statt 40. Ja, aber das will ich jetzt eigentlich auch nicht so. Dann kann man euch verkaufen auf jeden Fall. Aber vorher gehe ich mal hier hin und zack zu dir. So, und dann würde ich zu dir ganz gerne gehen. Ach so, nee, das will ich jetzt bei dir aber nicht. Ich würde ganz gerne irgendwo verkaufen. Ah, da unten war das, genau. So, dann würde ich hier mal sagen, zack, zack. Alles verkaufen. Wunderbar. Und auf Wiedersehen. Gut, dann gehen wir wieder zu den Skara zurück. Und dafür muss ich ja einfach nur in die Salzöde gehen. Und in der Salzöde angekommen, ich finde es voll überraschend, dass ich da jetzt verreckt bin. Ich meine, ich hab's ja gesehen eigentlich, also so ist es ja nicht. So ist es ja nun auch wieder nicht, dass ich das nicht gesehen hätte. Das wäre ja gelogen. Wenn ich behauptete, dass ich es nicht gesehen hätte. Ja, ja, sehr gut. So, wir schauen mal. So. Bin ein bisschen unterpowered, würde ich sagen. Schade, das ging vorher ganz gut eigentlich. Das hier sieht mir eigentlich fast nach irgendwie so einem Ereignisplatz aus. So.
So, da sind Felsen. Wie gesagt, ich nutze die Gelegenheit hier jetzt einfach mal dafür. Einfach mal dafür, noch ein bisschen mehr von der Karte aufzudecken. So, einfach noch ein bisschen mehr von dieser Karte aufzudecken. Da ist Gold. Da ist auch noch Gold. So, und dann sind wir hier oben eigentlich schon wieder genau an der Stelle, wo wir zuletzt abgehauen sind. Oh, ein Phasenschwein. Oh, ja, aber will ich das jetzt? Ja, ich will jetzt. Also, klar will ich diese Phasenwelt mitnehmen, weil die Phasenwelten immer sehr, wie sagt man das? Sehr ergiebig sind. So, dann hauen wir da doch ab. Dann würde ich mal sagen, hier. Da gibt es dann wieder noch Kisten. Da oben sieht es mir nach Endgegner aus. Hier gibt es wieder Gold, da gibt es eine Truhe. Wunderbar. Da ist Gold. Da ist irgendwas. Da sind Urnen. Da ist auch wieder eine Sackgasse. Da hinten müsste es ja hochgehen. Das heißt, hier ist wieder Gold bis zum Abwinken. So, da ist auch wieder Gold bis zum Abwinken. Da sind Truhen. So, wie komme ich denn da hin? So komme ich da hin. Komme ich da so rüber? Ja, tue ich. Aber vorher möchte ich eigentlich da runter, um sicher zu gehen, dass ich da auch alles dabei habe. Offenbar ja. So, dann wäre das ja hier. So, da oben würde ich noch kurz lang wollen. Dann gehen wir hier unten wieder rein. Okay, riesiger Mana-Trank, Bretter. Ah, Kante, Schätze und Endgegner.
nix Endgegner. Eigentlich dachte ich Endgegner. So, Kurzhammer, Truhe. Okay. Ah, hier hinten geht's noch weiter. Gut. Ja, irgendwo hier muss ja noch dieser Phasenendgegner sein. Das ist ja üblicherweise in diesen Phasenwelten so, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich mich nicht richtig erinnere, dann ist es halt nicht so. Okay, das war er. Das war mein kleiner Phasenendgegner. Okay, geht's hier noch weiter? Nee, hier ist Sackgasse. Wunderbar, und wir haben auch eigentlich alles entdeckt. Ja, ja, sehr gut. Dann sortieren wir doch mal wieder. Der kann nämlich weg, der kann weg. Der kann weg. Der kann weg, der kann weg, der kann weg. Der kann weg, der kann weg, der kann weg. Der kann weg. Der kann auch weg. Sowieso, sowieso. Sowieso. Kettengürtel. Das wären insgesamt 63 statt 48. Und viele magische Attribute, also kann der weg. Der kann auf jeden Fall auch weg. Der kann sowieso weg. Wie gesagt, er muss mit 193 mithalten können. So. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Und den könnte ich eigentlich nehmen, aber der ist mir nicht interessant genug. So, der hier wäre im Prinzip interessant, oder der. Der wäre 16 mit 3 Attributen, der wäre 15 mit 2 Attributen. Dann würde ich doch fast sagen, der da. Gut, und den da will ich natürlich... Na gut, 40 Feuerpanzer. Ich weiß nicht, vielleicht verkaufe ich den auch einfach. So, dann darf der noch hier bleiben. Der darf erstmal auch noch hier bleiben. Der darf erstmal auch noch hier bleiben. Der sowieso. Und komm, den packe ich da oben hin. Und dann nehme ich den und tue den da hin. Und ab dann weiß ich dann, die da unten. Daramtamtam. So, gut, wir können den Spaß hier einsammeln. Geheimnisvolles Schwert. Portal zur Oberfläche. Das Schwert muss ich identifizieren und kann aber dann natürlich auch weg. Körperpanzer kann weg, der kann weg. Kettengürtel kann weg. Ja. Weil total unmagisch. Wunderbar, dann gehen wir zurück zur Oberfläche und... Oh, wir können... Oh, wir können... Ich habe 5 Fähigkeitenpunkte. Wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. So, dann machen wir mal CS. Also einmal 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. So. Wunderbar. Und dann geht's hier einfach weiter. Weil wir jetzt wieder zu unserer Quest gehen.